Ja. Hey, ihr angelcamp-feiernden RTL2-Fans und willkommen zu einem weiteren Smartphone-Video meinerseits. Eigentlich habe ich wirklich keine Lust mehr auf Penisprothesen für die Hosentasche, aber es gibt zwischendurch immer mal wieder kleine Lichtblicke, die auf eine bessere Zukunft hoffen lassen. So auch mit dem neuen Nord von OnePlus. Was dieses Ding für 400 bzw. 500 Euro gerade im Vergleich zu Oppo und Xiaomi zu bieten hat, das gucken wir uns heute in ekelhafter Kleinarbeit an. Also genau zuhören und nicht nebenbei auf TikTok rumgammeln. Also, direkt aus der Box finden wir auch für 399 Euro den OnePlus-typischen Kram. Smartphone, Zettelchen für Nerds zum Einrahmen, Silikonhülle, Ladekabel und Ladestecker. Warum hier das Ladekabel auch rot sein musste, verstehe ich nicht. Hätte in blau oder schwarz viel geiler ausgesehen, auch wenn es das OnePlus-Merkmal ist, aber hier wird doch ein neues Kapitel eingeläutet, oder? Oh, apropos auspacken. Diejenigen, die mit mir gemeinsam auf Twitch den Launch verfolgt haben, wissen es schon, aber deren Augmented Reality Event war schon ziemlich cool. Da dürfen sich einige Hersteller, die sonst arschlame Zoom-Präsentationen als total innovativ abfeiern, gern drei Scheiben von abschneiden. Beim ersten in der Hand herumkneten fällt auf, auch wenn ich auf ein Design wie eine Einladungskarte viel gehypter gewesen wäre, ist das echte Nord schön und wertig. Wobei, so fühlt sich inzwischen fast jedes Telefon ab 300 Euro an, also Alu-Rand und Glas vorn bzw. hinten, fertig. Ich bin froh, dass es klare Display-Enden sind und nicht so ein Scheiß, der sich um die Ränder wölbt. Aber bis auf das coole Marble Blue, das in manchen Situationen ein bisschen wie Fisher-Price-Spielzeug aussehen kann, nichts Neues. Das Problem haben übrigens auch die OnePlus Buds in Nordic Blau, wie frisch aus einem Toys R Us geklaut. Ich meine, versteht mich nicht falsch, Farben sind geil, aber dann bitte auch richtig. Richtig und nicht plasticky? Zu den Buds aber gleich noch mehr. Mal anmachen. Auffällig ist dabei das AMOLED-Display. Mit 6,44 Zoll nicht nur groß, sondern mit 90 Hertz auch flott. Ja, 90 Hertz. Holy moly. In der Preisklasse schon eine Ansage. Mit 408 Pixel pro Zoll bei 20:9 Seitenverhältnis, aber sonst klassisch. Also ihr kriegt das Nord ab dem 4. August in zwei Varianten. Mit entweder 8 GB RAM und 128 GB ROM oder mit 12 GB RAM und 256 GB ROM. Jeweils in Blau und Schwarz. Alles andere ist bei beiden Modellen same. Ein Snappy 765G mit 5G, Adreno 620, DDR4X RAM, UFS 2.1, USB 2 als USB-C getarnt, Bluetooth 5.1, WLAN AC. Auch wenn sich kleinkarierte Zahlenficker jetzt in die Hosen machen, dass zum Beispiel UFS 2 veraltet und lahmer Scheiß sei, für die Zielgruppe ist das so viel flotte Android-Technik, dass man damit sehr viel mehr als nur dumme TikTok-Videos in 4K machen kann. Aber Moment, die Specs erinnern mich an, oh ja! Genau, an die Oppo Find X2 Serie, genauer gesagt an das X2 Neo bzw. X2 Lite. Das sind zu 99% die identischen Specs. Es gibt nur eine Kleinigkeit, die die Oppos nicht haben. Die Frontkamera, die ist beim OnePlus Nord noch um eine Ultraweitwinkellinse reicher. Aber sonst, lol, da musste ich wirklich lachen. Aber dass alles immer same ist, wussten wir ja eh schon. Hier geht es auch eher um die Kombination im Verhältnis zum Preis. Und die ist dann tatsächlich interessant. Denn für 399 Euro gibt es ein bisher konkurrenzloses Feature. Ein 90 Hertz AMOLED-Display. Und das macht im Alltag beim Scrollen und Arbeiten schon eine ganze Menge. Egal ob Twitter-Timelines oder beim Bearbeiten von Fotos beispielsweise. Nur beim Zocken ist's dann wieder egal, weil wenn dann nur die Casual Games, aber kein Big-Titel wirklich mit 90 FPS läuft. Und wenn doch, dann auch irgendwie nicht. Was machen die Leute mit so einem ROG Phone 3 mit über 140 Hertz an einem Smartphone? Es geht nicht mal an einem normalen PC! Aber ob es jetzt das Nord oder ein Oppo oder sonst was ist, am Ende ist die Software wichtig und nicht nur die reinen Specs. Das Nord läuft mit Oxygen OS 10, also Android 10 in Sleek. Alles läuft aber noch ein bisschen buggy, aber ist zumindest aufgeräumt. Der Dark Mode ist konsequent und hübsch und Features wie Zen Mode, Lesemodus oder auch automatische Untertitel sind natürlich auch dabei. Wenn ihr jetzt noch die OnePlus Buds habt, dann könnt ihr als OnePlus Smartphone-Only-Funktion in bester AirPod-Manier an den Einstellungen herumschrauben. Für 90 Euro gibt's aber nicht viel einzustellen, weil es am Ende auch nur kabellose Kopfhörer sind. Leider haben sie das gleiche Problem wie die AirPods von Apple. Sie sind aus gnadenlosem Plastik und zerhacken jeden Gehörgang, der nicht von Geburt an die Form der Plastikstöpsel hat. Ich nenne es die T-Form. Achtet mal drauf. Ich kann zumindest die Dinger keine 5 Minuten tragen, dass sie entweder rausfallen oder meine Ohren zum Bluten bringen. Dennoch klingen sie für den Preis okay, wenn auch für mich persönlich viel zu basslastig. Was haben wir noch? Naja, der einsame Lautsprecher an der Unterseite ist leise und blechernd. Mit Spotify-Beschallung wird es nix auf der nächsten Party. Sorry. Dann noch 5G, funktioniert weiterhin genauso gut
bzw. schlecht bei uns in Deutschland wie bei Oppo, Huawei und Co. Ach ja, und fast vergessen, die Kameras. Hinten gibt's 48, 8, 2 und 2 Megapixel, vorne gibt es 32 und 8 Megapixel. Klingt auf Papier erstmal cool, aber lass doch mal gucken, was das im Vergleich zu anderen Telefonen bedeutet, die ich bei mir noch so herumfliegen habe. Also ein etwa 1000 Euro teureres iPhone 11 Pro oder ein preislich gleiches Oppo oder ein noch günstigeres Xiaomi. Pausiert das Video am besten in 4K, um alle Details genau inspizieren zu können. Und ja, meine Beispielsammlung bei Twitter vor kurzem hatte ganz rechts noch das Oppo X2 Neo, aber das war preislich dann doch zu weit weg, deswegen jetzt das Xiaomi. Also, los! Wir nehmen als Referenz ein optisch einfaches, aber für die Kameras herausforderndes Motiv mit einem Menschen. Das iPhone-Modell für 1500 Euro nehmen wir dabei mal als Messlatte, weil teuer. Dann das OnePlus Nord, dann das preislich ähnliche Oppo Find X2 Lite und das mit 240 Euro noch günstigere Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Also beim genauen Betrachten fällt uns das hier auf. Das Shirt und die Jacke sind beim iPhone detailarm, weil stark verrauscht. Auch sind lilafarbene Aberrationen und sanfte Säume von Bildautomatiken an den Konturen zu erkennen. Der farbliche Gesamteindruck ist zwar ausgewogen bis natürlich, jedoch fehlen Bildebenen, das heißt vorne, Mitte, hinten, alles ist scharf. Der Gesamteindruck ist somit eher okay. Das OnePlus Nord hingegen zeigt nicht nur rauschärmere, sondern auch deutlich detailliertere Texturen im Shirt und in der Jacke. Aberrationen findet man nicht, dafür aber etwas stärkere Säume an den Konturen von den Bildautomatiken. Der Gesamteindruck ist aber durch erkennbare Schärfeebenen und dem größeren Dynamikumfang sehr organisch. Es wird jedoch im Vergleich zum iPhone mehr das Gesicht akzentuiert, was in diesem Falle aber dem Motiv entsprechend die richtige Entscheidung der künstlichen Intelligenz ist und nicht künstlich wirkt. Das X2 Lite von Oppo sieht für mich exakt so aus wie das OnePlus, scheint tatsächlich das identische Kamerasystem zu sein, und das Xiaomi Redmi Note 9 Pro ist für Aufnahmen mit hohen Anforderungen an den Dynamikumfang nicht geeignet. Ohne Menschen im Bild, auf die sich künstliche Intelligenzen einschießen könnten, sieht es aber wieder anders aus. Gleiche Reihenfolge der Smartphones und wir sehen bei diesem ziemlich schwierigen Motiv für jede Kamera, die auf digitale Hilfsmittel angewiesen ist, dass sich alle schwer tun. Einzig das iPhone schafft ein homogenes Bild aus geringer Nachschärfe und differenzierten Texturen. Alle anderen zeichnen sehr weich bzw. lassen Bildinformationen in zusammengerechnetem Matsch verschwinden. Selbst die kurz durchgekommene Sonne beim X2 Lite hat nicht geholfen, eher verschlimmbessert. Aber interessant ist, dass das 240 Euro Xiaomi locker mithalten kann, gerade im Vergleich zu einem iPhone. Vor allem wenn es um Details geht, auch wenn die digitale Nachschärfe etwas zu deutlich ist, aber das ist wirklich bemerkenswert. Und bei Selfies sieht's nochmal wieder anders aus. Während das iPhone gern dazu tendiert, extrem fleischig zu werden, ist der Gesamteindruck des Apple-Geräts am natürlichsten. Das, was zum Fick, also das OnePlus macht Selfies meist so, wie es gerade Bock hat. Es ist zwar scharf und bietet einen guten Dynamikumfang, aber leidet fast immer unter unschönen und starken Farbstichen in egal welchen Lichtsituationen. Das Oppo kann die kleinsten Details wie Wimpern am besten darstellen, obwohl auf der Haut immer so ein bisschen Softness liegt, und das Xiaomi bietet fürs Geld den besten Mittelwert von allen. Und was, wenn's dunkel wird? Also letzte Disziplin, Nachtaufnahmen aus der Hand. Da war OnePlus in der Präsentation ganz stolz drauf. Dann lass doch mal gucken. Das iPhone schafft das atmosphärisch authentischste Foto. Auch wenn's insgesamt hier und da rauscht, werden selbst schwierige Texturen wie das Mauerwerk ganz am Ende des Fleets detailliert dargestellt. Helle Dinge wie Lampen oder beleuchtete Schilder sind jedoch schnell ausgebrannt. Das OnePlus hat auch hier mit Farbstichen zu kämpfen und stellt das Mauerwerk oder die Pflasterung am Gehweg recht schmierig dar. Aber Highlights in den Laternen und Leuchtreklamen brennen nicht so leicht aus. Das X2 Lite hat von allen die beste Darstellung von Leuchtkörpern, verliert im Dunkeln jedoch insgesamt stark an Schärfe und zeigt so gut wie keine feinen Texturen mehr. Für deutlich unter 300 Euro bietet Xiaomi aber den besten Mittelwert, das heißt insgesamt hell, gute Darstellung von Highlights und selbst kleinere Details versucht die künstliche Intelligenz so gut sie kann noch beizubehalten. Props bei dem Preis! Oh, und zur Videoqualität sage ich mittlerweile bewusst nichts Ausführliches mehr, denn die sieht bei allen toll und inzwischen fast überall gleich aus. Das Ding ist nur, die Videofunktion dient bei den meisten eh nur noch als Tool für Social Media oder dumme YouTube-Vlogs. Ansprüche zum Bearbeiten oder Weiterverarbeiten wie bei Fotos sind hier bei den allermeisten nicht vorhanden, und die, die Ansprüche haben, würden aufgrund all der Limitierungen in unterschiedlichster Art und Weise eh zu klassischen Kameras greifen. Habe ich noch was vergessen? Android Auto funktioniert damit wunderbar und ach ja, der Akku. Etwa 4100 mAh mit der Möglichkeit per Kabel zu laden. Nicht kabellos, aber immerhin mit 30 Watt Warp Charge. Innerhalb kürzester Zeit wieder voll genug, um in der Nacht von Freitag auf Montag voll zu werden. Aber mit einem normalen Nutzungsverhalten müsst ihr über den Tag sehr wahrscheinlich gar nicht aufladen. Bei mir war es zumindest im Rahmen des Tests nicht notwendig, immer nur vom Schlafengehen dran geklemmt. Gleiches bei den Buds, paar Minuten laden reicht für mehrere Stunden Musik. Also, was lernen wir draus? Das OnePlus Nord ist kein Meilenstein der Smartphone-Geschichte, sondern
sondern eher ein Beweis dafür, dass brauchbare Specs nicht mehr teuer sein müssen. Es schmeißt alles in einen Topf, was nicht neu, aber bewährt ist und ermöglicht dadurch sehr viel mehr Menschen in den Genuss von Features zu kommen, die sonst denjenigen mit dickeren Portemonnaies vorenthalten waren. Wie die das hinbekommen haben, keine Ahnung. Es hat jedoch wieder dieses ursprüngliche Underdog-Gefühl, dieses rebellische. Also danke OnePlus, dass ihr das Thema Community auch wirklich ernst nehmt. Und zum Schluss wie immer noch ein Video mit der Frontkamera, diesmal aber mit der zweiten, mit der Ultra-Weitwinkelkamera, die im Fotovergleich aus Gründen nicht mit dabei war. Und nicht vergessen, jeden Montagabend live auf Twitch meine neue Tech-Live-Show, in der wir über alles quatschen können. Nicht nur über das OnePlus, sondern auch über andere Dinge. Auch wenn es mit dem ekligen Ding zu tun hat. Guckt euch mich von innen an.